Wie entsteht die personalisierte Broschüre, die Paketen von Kaufhof.de beiliegt? Erstens personalisiert, zweitens automatisiert, drittens integriert, viertens ganz einfach. Aber der Reihe nach. Was ist überhaupt eine personalisierte Broschüre? Ein achtseitiges Druckwerk mit einer persönlichen Ansprache am Cover und im Editorial. Auf den Innenseiten sind Produkte, die nach dem Such- und Kaufverhalten des jeweiligen Kunden zusammengestellt werden. Diverse Marketingaktionen geben den Kunden den Anreiz, nochmals Kaufhof.de und die nächstgelegene Filiale zu besuchen, die mit Kontaktdaten und einem Bild auf der Rückseite abgedruckt ist. Das ist 360 Grad Personalisierung. Aber wie werden die Inhalte der Broschüre ermittelt? Die Tracking-Software von Adnimix analysiert während des Bestellvorgangs das Surfverhalten des Kunden, wie zum Beispiel angesehene Produkte oder eingegebene Suchbegriffe. Basierend darauf werden für jeden Kunden individuelle Produktempfehlungen erstellt. Im Logistikzentrum wird die Bestellung kommissioniert und verpackt. Aber wie kommt schlussendlich die Broschüre ins Paket? Zu Beginn des Verpackungsvorgangs erhält jeder Logistikmitarbeiter eine Kommissionierungsliste mit den verschiedenen Bestellungen. Der Mitarbeiter scannt den Barcode auf der Liste. Dieser Scan übermittelt automatisch die Daten der einzelnen Kundenbestellungen an das Adnimix-Drucksystem und löst damit den Druck der individuellen Broschüren aus. Der Mitarbeiter sammelt alle Produkte auf seinem Kommissionierwagen. Seine nächste Station ist das Adnimix-Drucksystem. Alles ganz einfach. Mit dem richtigen System von Adnimix. Und jetzt kommt alles ins passende Paket. Mit der personalisierten Broschüre nutzen wir den wichtigen Touchpoint-Paket und bauen dadurch eine intensivere Beziehung zu unseren Kunden auf.